Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück hier bei Stellaris. Nach dem Krieg ist viel passiert und die letzte Folge ist leider völlig untergegangen, denn ja, sie wurde nicht aufgenommen, besser gesagt ohne Ton, ohne Sprache und boah, das alles dann nochmal zu machen, das war mir dann doch too much. So, hier unten haben wir nochmal einen Erstkontakt und zwar die Podlings und diese schöne Fraktion, die uns ja den Krieg erklärt hatte, haben wieder mal Ansprüche auf unsere Planeten hier gestellt. Und ja, wir sind mit denen ganz schön feindselig, aber wir sind nicht wahnsinnig riesig, wie man hier sieht. Und wir sind ziemlich eingeengt. Ja, also wir müssen uns so schnell wie möglich irgendwie ausbreiten. Mit der Hierarchie auf Yago haben wir gute Verhältnisse und auch mit der Hierarchie hier unten haben wir sehr gute Verhältnisse. Also die zwei könnten uns vielleicht ein bisschen helfen, rauszukommen. Und die haben wir auch erst entdeckt. Hier gibt es ein, wir befinden uns außerdem noch im Krieg mit Kingdom, glaube ich, so viel ich weiß. Wir haben nämlich mit diesen hier ein Bündnis sozusagen, mit Yago. Und die befinden sich aktuell mit dieser schönen Fraktion im Krieg. Und wir sind dort mit eingetreten. Tja, so sieht es aktuell aus. Wir haben ein paar Konstruktionsschiffe hier rumfahren. Wir haben hier auch ein paar Forschungsschiffe noch, die gerade aktuell nichts tun. Die wahrscheinlich durch die Grenzsperrung auch gar nicht groß weiterkommen. Wir versuchen es einfach und können aktuell gar nicht viel machen. Wir sind hier mit unserer Flotte unterwegs, mit unserer kleinen Mini-Flotte hier. Und versuchen hier wenigstens die Bereiche wieder ein bisschen frei zu schaufeln für unsere Freunde, dass wir denen ein wenig helfen können, hier den Krieg vielleicht noch zu gewinnen. Wenn die hier kommen, dann sollten wir auf jeden Fall wieder abhauen. Das wird wahrscheinlich gleich der Fall sein. Ja, die sind jetzt schon unterwegs und wir können nicht abhauen. Aha, okay, die werden wahrscheinlich hier gleich auftauchen. Was haben wir hier? Erstkontakt ausstehen, Flottenkampf. Ja. So, ist die Flotte schon eingetroffen von denen? Nein. Okay, wir sind immer noch an der Basis dran. Okay. Hier ist nochmal ein Erstkontakt von den Podlings. Wir suchen weiter, aber vorsichtig. Das finde ich gut. Das machen wir auch erstmal. So. Und jetzt müssen wir so schnell wie möglich dann wieder hier abdampfen. Wir haben das Ding mal sozusagen bereinigt. Denen geholfen. Hier haben wir noch ein Sternentor, das ist auch sehr cool. Und jetzt schauen wir mal, was unsere Konstruktionsschiffe eigentlich machen. Okay, der fliegt da hoch. Der macht hier ein Spezialprojekt. Die machen hier gerade gar nichts. Da brauchen wir noch ein bisschen Einigkeit, um hier unsere Basen zu vergrößern. So, jetzt kommen die. Jetzt müssen wir schauen, ob wir hier schnell genug abhauen können. Ich sehe... Okay, 797, das geht ja noch. Haben die sich geteilt? Aber wir hauen trotzdem jetzt mal ab. Da ist eine 415er Flotte. Und die andere Flotte, diese kleine hier, die ist immer noch unterwegs zu uns. Research complete. So, die wird jetzt ein bisschen repariert hier. Wenn der jetzt da reinfliegen würde, das wäre okay. Ja, dann kommen wir mit. Dann kommen wir erstmal mit und schauen, was es da für uns gibt zu holen. So, wir könnten eine Sternfeste bauen. Erforschen meine ich ein Plastik-Stahl-Panzerung. Oder Kristallminen, das wäre natürlich auch cool. Dann hätten wir schon mal schöne Rohstoffe, glaube ich. Haben wir irgendjemand, der Rohstoffe spezialisiert ist? Nein, natürlich nicht. Wir können ja mal schauen, wenn wir hier... Nee, haben wir auch keinen. Also würde nichts bringen. Dann belassen wir es erstmal so. 32 Einigkeit bräuchten wir für die nächste Konstruktion hier. 21, also so circa 80 oder 70. Okay. Schauen wir mal, was hier passiert. Die Technologie könnten wir gebrauchen. Guck an, Wissenschaftsoffizier Boyang berichtet, dass die leuchtende Wellen, die durch das Eis pulsieren, von denen bedeckt ist, ein fremdartiger Hintergrund
haben. Im Zuge einer langer zurückgelegenen Schlacht wurden Wrackteile eines Alien-Legers geborgen und wir haben eine neue Technologie, der blaue Laser. Sehr cool. So, der streitet sich jetzt gerade mit dem da, da passiert aber gar nicht viel. Wo ist denn unsere... Ah, da ist unsere Flotte. Kriegen wir die doch bestimmt hier. Ja, wir schauen uns das mal hier ein bisschen netter an. So, dann kriegen wir die doch bestimmt hier ein bisschen noch klein. Das sieht sogar gar nicht schlecht aus. Was haben wir denn da überhaupt? Was ist denn das für ein Schiff? Ein Zerstörer? Die haben haufenweise Zerstörer, haben ja nur Zerstörer. Okay. Ja. Das ist nett für sie, dass sie nur Zerstörer haben. Wir zerstören jetzt mal alle Zerstörer, würde ich sagen. Durch harte Arbeit und Erfahrung hat Wissenschaftler Ratimir Grutov neue Eigenschaft entwickelt. Das ist auch cool. So, ein zeitkritisches Projekt. Das können wir jetzt noch, wird sich sowas lohnen. Brauchen wir ein Forschungsschiff dazu. Ja, jetzt wäre es natürlich gut zu wissen, ob hier irgendwo in der Nähe ein Forschungsschiff ist. Hier ist eins, aber das fliegt gerade dahin. Warum auch immer. Das lassen wir jetzt mal hier hin bewegen. Oh, das, da muss man auch außen rum, weil... Ah, weil hier unten noch eine Flotte rumfliegt. Na, dann würde ich sagen, lassen wir das erstmal und lassen die mal schön hier ein bisschen noch erkunden. So, Erstkontakt. Bericht über Weltraumdrohnen, denen wir zuvor begegnet sind, wurden nachgegangen. Bei den Drohnen scheint es sich um Arbeiter und Verwalter einer autonomen Orbitalbergbau. Ah, Unternehmung zu handeln, die hier vor Jahrtausenden in Betrieb aufgenommen hat. Okay. An Alien Empire has established communications. Sehr schön. Okay, okay, okay. So, dann haben wir das nämlich abgeschlossen. Nähern sich an den Menschenschiffen bedrohlicher, wenngleich nicht völlig feindseligerweise. Okay. Okay. Das haben wir verstanden. Hier sind wir noch ein bisschen am Fighten. Okay. So, dann haben wir nämlich das hier erobert. Und dann werden wir natürlich dann auch System Survey complete. Das uns zurückholen. Und wir haben schon wieder einen Erstkontakt. Wir haben hier einen Flottenkampf. Ja, genau. Das passt und wir haben hier schon wieder einen Erstkontakt. Meine Güte, hier geht's ab, sag ich. Na gut, dann Ruzani, mach deine Arbeit. Und wir gucken mal, was dabei rumkommt. Da oben ist der Erstkontakt. Okay. Wir versuchen ja immer noch denen hier zu helfen. Da ist unsere kleine Flotte, die hier irgendwie rumsaust. Wir räumen jetzt erstmal hier oben ein bisschen auf. Und helfen denen. So, genau. Wir haben ja unser Schifflimit erreicht. Wir können ja zwar hier das hier aufrüsten. Und dann können wir uns auch mal wieder um unsere Gefallen. Oh, okay, wir haben Gefallen erlangen. Was jetzt genau damit gemeint ist, dank des Geschicks unseres Gesandten. Zur Auswahl des Planeten Jago klicken, doppelklicken, um Zielort zu springen, auszublenden. Okay. Und was heißt es jetzt, ein Gefallen? Auf jeden Fall sind wir auf diplomatisch sehr gutem Weg, würde ich sagen. Das ist eigentlich ja auch unser Ziel, ne? Wir wollen da auch einen Hehl draus machen. Was haben wir denn hier noch? Können wir hier noch irgendwas ausbauen, was uns aktuell weiterbringt. Ich glaube, wir bauen hier noch eine Bergbaustation und hier. Das können wir nicht mehr. Vielleicht können wir hier nochmal drauf gehen. Machen aus... Ah, okay. Die machen aus dem... Machen die das? Na, hätten wir noch Essen. Wie sieht es aus mit Essen? Das ist eigentlich alles okay, ne? Nur die Unterhaltung ist schlecht. Die Unterhaltung ist schlecht. Und, gut, hier haben wir noch Merkmale. Da haben wir alle schon abgebaut. Hier brauchen wir auf jeden Fall erstmal eine Bergbauanlage im Bergbaudistrikt. So, und schauen mal hier unser Schiffchen, wo wir hier haben, dass wir gleich mal hier reinfliegen.
und das dann hier Stück für Stück säubern. Was ist denn das hier eigentlich? Söldnersklave umwandeln? Flotte verbessern? Ja, da kommt dann der blaue, die blauen Laser wahrscheinlich zum Einsatz. Unsere kleine Flotte fliegt ja auch noch rum. Die eigentlich zu ihrer großen Flotte möchte. Sieht auf jeden Fall gut aus. Wir haben jede Menge Einigkeit bekommen. Wir sollten einen neuen Planet uns hier spinnen. Und ich glaube, der hier sieht mal richtig gut aus. So, in der Zeit können wir hier das Pajenov nehmen. Hostile Station engaged. Na, und dann haben wir hier das zeitkritische Projekt noch. Vielleicht kommen wir hier irgendwie dazu. Da könnten wir auch noch was erforschen. Da ist jetzt kein Forschungsschiff in der Nähe, ne? Vielleicht sollte man doch nochmal... Was ist hier passiert? Ich kann jetzt den Kriegsgrund Unterwerfung gegen uns verwenden. Die gehen mir echt mal auf den Deckel, du. Die gehen mir ja mal so richtig auf den Deckel. Herrschaft beendet. Naja, gut. Die Wahl... was haben wir? Toll! Ja, Erkundungsgeschwindigkeit ist sehr cool. So, ja, was soll man dazu sagen? Ne? Gehen wir mal hier zu unserer Flotte. Dann fliegen wir hier hin. Der fliegt jetzt gerade hier rum und erobert hier. Das ist super für uns, weil er kann uns nicht in die Quere kommen. Jetzt die Frage, wo fliegt denn der? Ach, der fliegt hier durch. Na ja, gut. Mal gucken, ob er, wie lange der das macht. Ja? So, wir haben einen neuen Präsidenten. Oh, eine neue Präsidentin, Mariana. Sehr schön. Anomaly found. Ah, okay, was ist mit unserem Erstkontakt? Mysteriöse Raumfahrer, okay. Haben aber noch nichts über sie rausgefunden. Skandalöse Beleidigung. Die Hierarchie auf Jago hat uns mitgeteilt, dass sie die Worte eines unserer Gesandten als anstößig empfunden haben. Sie haben weder den Namen des Gesandten genannt, noch die Art der Beleidigung beschrieben. Stattdessen haben wir nicht viel mehr als einen Ausbruch der Empörung und abstrusen Ende der Kommunikation erhalten. Es ist möglich, dass dieser seltene Bruch in der Diplomatie das Werk einer anderen dritten Partei ist, sich einzumischen versucht. Es könnte allerdings auch genauso gut ein Missverständnis sein. Oh. Einfach mal schnell um 60 Punkte verschlechtert. Ja gut, aber ja, das würde ich sagen, geht ja noch, ne? Ja. So, wie sehen Sie eigentlich mit den ganzen Spionagen aus? Also hier vor allem. Okay, da kann man nur... Ich verstehe das, die Spionagending jetzt nicht so krass genau. Aber wir haben auf jeden Fall mit denen ja ein Bündnis. Wir könnten auch mit denen mal hier in Diplomatie treten. Mit denen können wir kein Defensivabkommen. Bekommen wir mit denen nicht. Na gut. Und wir helfen euch gerade hier so gut, ey. Bergbaustation. Natürlich, ohne Ende Bergbaustation. Erstellt eine archäologische Stätte des Typs Flaschenpost of Burrs. Okay. Und das wäre wo? Hier oben. Mhm. Und da müssen wir jetzt graben. Was brauchen wir dafür? Was brauchen wir dafür? Wo ist es? Hier. Klicken. Wir brauchen einen Wissenschaftler. Der heißt doch da, ne? Wenn er außerhalb eures Reichs... Ah, okay. Verstehe. Okay. Ja, wir müssen es mal wieder integrieren in unser Reich. Das hatten wir hier unten ja schon. Haben wir es auch nicht geschafft. Und wieder ein Erstkontakt. Ja, das ist ja sehr bedauerlich. Sehr bedauerlich. Es besteht eine Chance von 10%, dass die gegenwärtige Phase erfolgreich endet. Wow. Die Chance auf einen Erfolg künftiger Phasen erhöhen. Mhm. So, jetzt sind hier beide im Kampf. Oh, da kommt eine Flotte. Oh, eine ziemlich große Flotte. Wir müssen hier auf jeden Fall uns ein bisschen beeilen.
Anomaly found. Die kleine Flotte hier, die ja, macht sich gerade kaputt. Die beißt sich gerade die Zähne aus. Naja gut, egal. Wir lassen die einfach mal die Zähne ausbeißen gerade. Ich glaube, jetzt zurückziehen wir auch keine. Wow, also das da oben ist ein richtig gutes Ding. Als wir begannen, mehr Botschaften der fremden Spezies mit der Bezeichnung Dollys abzufangen, wurde eine verblüffende Entdeckung gemacht. Sie sprach in einem merkwürdigen Dialekt, einer unserer eigenen Sprachen. Als wir diese Überraschung verdaut hatten, konnten rasch eine Kommunikation hergestellt werden und es gelang uns, sie als Commonwealth of Man zu identifizieren. An alien empire has established. Ach, guck an, Menschen. Die Menschen, und die sind aber hier natürlich xenophob und total böse. Also nicht wie wir. Gut, wir können trotzdem schauen, ob wir mit denen was anfangen können. Research complete. Und erstmal eine neue Technologie erforscht. Sehr schön. Was können wir hier denn noch machen? So. Befehlslimit der Flotte können wir erhöhen. Das bräuchte man wahrscheinlich. Aber wir machen soziale Forschung. Muss natürlich schneller gehen. Haben wir denn einen? Oh, haben wir denn einen, der soziale Forschung kann? Hier. Nein, natürlich nicht. Gibt es es hier? Nein, natürlich nicht. Okay. Dann nicht. So. Da ist die böse Flotte, die uns wahrscheinlich ärgern wird. Oder ärgern will. Wir haben ja hier einen Zerstörer. So, jetzt fliegen wir mal hier hin. Gucken, vielleicht können wir da noch was retten. In unserer Mini-Flotte hier. Oh. Incoming Transmission. Oh Gott, die sind ja direkt System hier. Survey complete. Hostile fleet engaged. Ach du Scheiße. Aha, eine galaktische Gemeinschaft. Während immer mehr Weltraumkulturen formelle Beziehungen zueinander aufbauen, wird die Galaxie zu einem pulsierenden und lebenslebendigen Ort. Um Missverständnisse zwischen den Nationen zu vermeiden, haben immer mehr Diplomaten die Gründung eines neuen pangalaktischen Organisation gefordert. Einer Gemeinschaft, in der sich die Reiche der Galaxie treffen können, um wichtige Angelegenheiten zu erörtern. Soll Vereinte Nationen der Erde seine Unterstützung für die Gründung einer solchen galaktischen Gemeinschaft zusagen? Ja, natürlich. Das ist ein würdiges Unterfangen. So, ja, Wahnsinn. Jetzt ist das Schiff da reingeflogen. Weil das ist natürlich... ja. Und jetzt kommen die natürlich direkt weiter. Wir müssen uns wahrscheinlich hier denn direkt zurückziehen. Aber gegen die haben wir jetzt natürlich keine Chance. Ja. Ja, okay. 16, ja, jetzt sind wir klar mittendrin. Speichern, was ist da schon wieder? So, wir ziehen uns erstmal zurück. Not-URL-Verluste. Beschädigte Schiffe 2. Ja, das ist in Ordnung. Einladung zur Migrations. Die Menschen wollen sich für andere Nationen eher gefangen halten. Auch Einschränkung für unsere eigenen Leute. Um unsere Bevölkerung frei in die Beine reichen bewegen können. Ja, würde ich sagen. Machen wir. Machen wir so, stehen wir drauf. Voll toll. So, jetzt konnte man denen ein wenig helfen, mehr aber auch nicht. Wir sind wahrscheinlich gleich selber wieder im Dilemma. Und wir haben hier ist das noch, also die ist noch am Arbeiten, das ist nicht am Arbeiten. So, jetzt wäre die Frage, was brauchen wir? Wohin soll es gehen? Hier wäre wahrscheinlich nicht schlecht, hier wäre wahrscheinlich noch besser. Also würde ich sagen, wir gehen hier rüber. Nehmen uns das hier. Und dann
nehmen wir uns dann auch das hier. Oder das hier, oder das hier. Das ist noch besser hier. Dann machen wir das so. Breiten wir uns dahin aus. Und hoffen, dass das alles gut geht. Ja, da sind jetzt 2700 da, da ist 2000er Flotte. Die haben einfach, die haben auch so eine Mini-Flotte, ne? Das ist wie bei uns halt. Wir haben auch keine große Flotte. Es wird auch bisher nicht viel besser. So, was ist hier? Gefallen erhalten. Okay, wir haben schon wieder einen Gefallen erhalten, auch von denen. Haben die denn Besitztümer? Gar nichts. Hm. Dann muss ich mal schauen, was das genau bedeutet. Ah, das kann ich hier ausbauen. Unsere umgebaute Schiffsunterkunft. Das machen wir natürlich direkt auf Sirius Prime. Wir haben halt echt wenig Planeten kolonisiert, gell? Aber wir haben hier wieder Wurmloch. Okay, Spezialprojekt abgeschlossen. Das ist doch mal was. Ah, Geburt der galaktischen Gemeinschaft. Sehr schön. Dies ist ein historischer Tag. Mehrere der größten Weltraumreiche der Galaxie, darunter Vereinte Nationen der Erde, haben die Gründung der galaktischen Gemeinschaft angekündigt. Diese reichsüberspannende Organisation wird als Forum dienen, in dem Angelegenheiten, die die gesamte Galaxis betreffen, diskutiert und entschieden werden können. Als eines der Gründungsmitglieder können wir stolz auf unseren Meilenstein der galaktischen Geschichte sein. Würde ich doch auch sagen. Oh, ich habe sogar eine kleine Errungenschaft gewonnen. Jetzt habe ich hier Senatspause. Ah, ja. 697 Tage. Senatspause. Da gibt es Vorschläge. Kann ich jetzt Vorschläge machen? Galaktische Gemeinschaft. Wir sind hier ganz unten. Wir sind ein ganz, ganz schwaches Mitglied. Wir können eigentlich gar nicht. Schlagt einen Beschluss vor. Wir können Gesandte hier zuweisen. Das werden wir jetzt auch mal tun. Zumindest einen Gesandten. Und da haben wir Senatgegner. Okay. Ah, gefallen. Guck mal an. Beschlüsse. Galaktischer Handel. Standardisierung von Schlagwörtern. Ah, okay. Dazu brauche ich natürlich auch Einfluss. Okay, sehr schön. Das ist ja schon mal was. Aber wieso haben wir jetzt ein Schiff hier zu viel? Man weiß es nicht. Hier. Das sind die galaktischen Schiffe, oder? Plünderschiffe. Ah. Okay. Na gut, dann Plünderschiffe. Ich glaube, die Plünderschiffe. Was soll ich denn jetzt mit den Plünderschiffen? Ich glaube, die schicken wir erstmal zur Erde. Die sollen erstmal zur Erde fliegen. Jago ist beigetreten. Sehr schön. Wer ist denn jetzt alles dabei? Die sind doch schon dabei, oder? Nee, Hierarchie, Commonwealth of Man, Jago und Creator Zeros. Okay, und das sind die stärksten. Und wir sind so schwach, weil wir so eine schwache Flotte haben. Okay, bei denen weiß ich es nicht. Okay. Da kriegt man wahrscheinlich auch nicht viel raus, ne? System Survey complete. Das ist schön, dass die beigetreten sind. Immerhin etwas. So, wir haben jetzt einen Haufen Konstruktionsschiffe, die gerade nichts zu tun haben. Wo sind denn die anderen? Da ist eins. Ah, der hat das ja hier ausgegraben, ne? Okay, dann lassen wir den mal zurückfliegen. Den brauche ich wahrscheinlich dann hier unten nochmal. Den lasse ich jetzt hierhin bewegen. Und den da lasse ich dann hier bauen, wenn wir 31 Einfluss noch bekommen. Oh, was ist passiert? Informationsstufe sinkt bei Republic of Creator. Warum das denn jetzt schon wieder? Anführer verstorben.
Anführer verstorben, Wissenschaftler. Mist. Ein Wissenschaftler ist verstorben. Na gut, dann rekrutieren wir mal einen neuen. Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Raketen. Das haben wir ja. Was haben wir hier in der Technologie? Okay. Da brauchst du natürlich einen neuen, ne? Okay. Rekrutieren. Rekrutieren wir sie. Darf die erstmal weiter forschen gehen? So. Ich krieg ja die ganze Zeit Gefallen. Das ist ja irgendwie cool. Was ist denn hier eigentlich? Hier haben wir ja auch noch dieses, aber das ist so schwierig, ne? 8. Also mit was soll ich denn das schaffen aktuell? So, also meine Konstruktionsschiffe sind unterwegs. Das ist schon mal gut. Die haben ständigen Kriegsgrund gegen uns, was mich ja total nervt und mir ein bisschen Angst macht. Anomaly found. Oh, die haben Friedensangebot gesendet. Okay, jetzt passt mal auf. Anhierarchie auf Jago. Die kriegen Feinov. Status quo. Und die kriegen Feinov, oder was? Ja, super. Na gut, Status quo. Müssen wir unsere Flotte ein bisschen aufrüsten. Eine verfügbare Tradition. Wurde ja auch mal wieder Zeit. Was können wir machen? Ausbreitung, Vorherrschaft, Wohlstand, Anpassung oder Harmonie? Dominierung. Ich glaube, wir gehen hier auf... Boah, ich bin jetzt echt gerade voll unsicher. Bürger produzieren zusätzliche Handel. Was haben wir denn hier? Unterhalt der Gebäude, Unterhalt Distrikte ist reduziert. Standardbauvorlagen. Geringere Baukosten, erhöhte Baugeschwindigkeit. Was haben wir hier? Baukosten der Schiffe, Baugeschwindigkeit. Okay. Was hier? Kriegsspiele, Befehl Flotte wird erhöht. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit. Ach, das wäre ja genau das Ding eigentlich, was wir wollen, ne? 25% geringer. Okay, Wachstumsgeschwindigkeit. Nee, dann Dominierung machen wir nicht. Kostenumsiedlung. Umsiedlung machen wir auch nichts. Handelswert. Ich bin ja nicht so der Händler eigentlich gerade, ne? Teil unseres Handelswertes in Konsumgüter oder Einigkeit umzutauschen. Das ist halt auch richtig cool. Ich glaube, wir gehen erstmal auf Wohlstand. Wir wollen eigentlich Wohlstand erreichen. Wohlstand für alle finde ich gut. Machen wir. So, ja. So sieht's aus. Unser Reich vergrößert sich wenigstens ein wenig. Wir haben den Status quo wieder mal. Mit einer anderen Fraktion diesmal. Nicht fühlende Spezies gefunden. Okay. Da ist Commonwealth of Man. Hier haben wir auch schon wieder. Und was ist hier? Das ist noch so groß. Und wir haben gerade mal so einen kleinen Uzi. System Survey complete. Die haben uns den Krieg erklärt. Anomaly found. Die haben uns glatt den Krieg erklärt. Angreifer, Republic of Kyos, Systeme, bla bla bla, Effekte. Wird zum Untertan von... Was? Die wollen, dass wir zum Untertan werden? Nein. Wohl. Ich hab wohl einen Klatsch, habt ihr. So. Ja, wir werden sicher nicht kapitulieren. Was? Wir müssen ein Friedensangebot auswählen. Warum? Nein, muss ich nicht. Weg damit. Wollt ja bloß ein Kriegsziel ausgeben für uns. Na super. Kommt uns jetzt jemand zu Hilfe? Das ist die große Frage, ne? Sieht mal nicht so aus.
Verdammte Axt. Tja, und wieder befinden wir uns im Krieg. Kingdom ist der Galaktischen beigetreten. Wir haben System erkundet und hier. So, und diese Schiffe sind immer noch verschollen. Keine Ahnung, wo die rumsausen. Tja, mal sehen, ob wir den zweiten Krieg überleben gegen Republic. Wir werden aber auf jeden Fall hier nochmal in Kontakt treten mit dem Commonwealth. Und mit der Hierarchie hier. Und schauen, ob wir da noch was erreichen können. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.